Haro Füllgrabe auf den Spuren des legendären Entfesselungskünstlers Harry Houdini. Haro soll sich unter Wasser von Zwangsjacke und Ketten befreien. Er hat keine Sauerstoffflasche und er hat nur 5 Tage Zeit, das zu lernen. Kann das funktionieren? Wer Haro kennt, weiß, dass er alles geben wird. Hier ist Haros gefährlichstes Experiment. Was bisher geschah? In nur 5 Tagen will Haro lernen, sich unter Wasser zu entfesseln. Dazu coacht ihn der Entfesselungskünstler Deutschlands. Haro absolviert einen Tauchkurs. Einen Fitnesstag und macht eigene Tauchübungen. Ziel für den heutigen Trainingstag, die Luft unter Wasser so lange wie möglich anhalten. Oh, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Fühlte sich kürzer an, jetzt sind es 54 Sekunden. Schon besser geworden. Aber um überhaupt eine Chance zu haben, muss Haro zwischen 60 und 90 Sekunden lang die Luft anhalten. Und das im Belastungszustand. Deswegen taucht Haro nochmal ab. Mit Gewicht ist der Sauerstoffverbrauch nämlich höher. Das heißt, seine Tauchzeit verkürzt sich um knapp die Hälfte. Also man merkt, dass es die Zeit extrem verkürzt, sobald unten Bewegung ist. Ob das jetzt vergleichbar ist, das Entfesseln mit dem Herumreichen eines 5-Kilo-Gewichts, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das wird spannend, ob das klappt, ob das reicht. Tag 4. Haro versucht das erste Mal die Entfesselung und dann auch noch mit einer Zwangsjacke. Das ist eigentlich das Schwierigste, was man bei einer Entfesselungskunst machen kann. Und zwar, es geht um die Flucht aus einer Zwangsjacke. Das heißt, streck deine Hände nach vorne, leg deine Hände ein. Ganz wichtig, achte bitte auf die Hände. Achte darauf, dass du jetzt schon eine Faust bildest. Das hat einen Grund, wenn du deine Hände anlegst und später an den Körper legst, besteht die Gefahr, dass du die einzelnen Finger brechen kannst. Ja, also es ist fest. Als ob du dich selbst umarmst, aber echt komplett dich total lieb hast und einfach nicht loslässt. Total bescheuert. Entscheidend ist die Technik. Ohne die schafft es Haro nicht. Deswegen Brust raus, den rechten Arm auf den linken Oberarm legen. Das bringt beide später mehr Beweglichkeit. Die Ärmel werden hinten diagonal zusammengeschnürt. So gewinnt Haro mehr Spielraum und kann den Arm über den Kopf ziehen. Versuch es. Also, hier drüber. Versuch es. Ja, nee, ist klar. All die Dehnerei, war geil. Ja! Okay. Sehr schön. Das ist Stufe 1. Stufe 2. Jacke ausziehen. Dazu Bauch rausdrücken und mit ausgestreckten Armen nach vorne beugen. Von hinten greifen, was man greifen kann, und die Zwangsjacke wie an dem Pullover ausziehen. Wow, ganz großes Kino. Für das erste Mal war das schon sehr geschmeidig. Ja, also die Aktion ist tatsächlich sehr gefährlich. Was kann passieren? A, er kann aufgrund der Anstrengung Nasenbluten bekommen. B, es kann ihm übel werden, das heißt, er wird sich übergeben. Oder C, er wird bewusstlos. Das sind natürlich alles zusätzliche Gefahren, die ich natürlich vermeiden möchte. Was natürlich noch hinzukommt, das Hauptproblem ist, wenn er arbeitet unter Wasser, dass er plötzlich gar keinen Sauerstoff mehr hat, beziehungsweise er kann keine Luft mehr anhalten. Aber ich denke, er ist auf dem besten Weg, deswegen machen wir auch hier Schluss. Ich hole ihn und wir gehen direkt ins Schwimmbad. Also Haro, ja? Großes Kino hast du sehr gut gemacht, aber ich würde vorschlagen, wir beenden jetzt die Trockenübungen und gehen direkt ins Schwimmbad. Okay? Okay. Dann komm mit. Nehmen wir die Sachen alle mit, oder? Ja. Schritt 2, die Generalprobe. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen dem, was wir an Land gemacht haben und dem, was im Wasser auf mich wartet? Das Hauptproblem ist, du musst die Luft anhalten. Und du wirst gleich feststellen, deswegen möchte ich es erstmal testen mit dir, wie weit dein Körper überhaupt in der Lage ist, in dieser Situation mit zurechtzukommen. Zum ersten Mal mit der Zwangsjacke unter Wasser. Auch für die Psyche eine starke Belastung. Gefesselt unter Wasser. Absolut gewöhnungsbedürftig für Haro. Haro, Haro, es ist glaube einfacher, wenn wir das hier oben anziehen.
Ob Haro gut vorbereitet ist? Normalerweise braucht man dafür mehrere Monate. Haro hat aber nur 5 Tage. Es ist so schwer bis unmöglich, eine Prognose jetzt abzugeben. An Land ging's. Jetzt schauen wir, wie es im Wasser aussieht. Gleich zu Beginn mit einer Zwangsjacke in den Pool zu steigen, das ist mutig. Boah, ey, das ist wie so ein Saugnapf, der sich an den Körper dran packt. Ich gehe jetzt erstmal runter und lege jetzt nicht so viel Wert auf die Atmung. Ja? Ich will einmal das Gefühl haben, wenn ich einfach ein bisschen damit rumzappel, ob ich überhaupt was schaffe. Ja? Das erste Mal gefesselt abtauchen. Zur Sicherheit nur im seichten Wasser. Steve muss eingreifen können, sollte etwas passieren. Das Problem im seichten Wasser, beim Abtauchen füllt sich die Zwangsjacke von innen mit Luft. Die Folge, Haro treibt an die Wasseroberfläche. So kann er das Entfesseln nicht komplett üben. Wir haben uns jetzt entschieden, das heute abzubrechen, aufzuhören. Wir müssten für die Zwangsjacke auf die Tiefe gehen. Ohne Rettungstaucher fühle ich mich da nicht sicher, nicht wohl. Haro zweifelt an sich selbst. Hat er sich überschätzt? Tag 5. Der Tag des Experiments. So, heute ist der große Tag. Ich fühle mich eigentlich gut vorbereitet, aber so nervös wie heute war ich die ganzen Tage vorher nicht, weil jetzt geht's rund. Wofür entscheide ich mich? Was mache ich? Ein bisschen trainieren muss ich noch, aber ich bin echt gespannt. Letzte Gelegenheit, Probleme zu beheben und Bewegungen zu üben. Ich würde sehr gerne mit dir jetzt noch mal Fokus Zwangsjacke, dass wir da noch mal genau reingehen in das Thema. Dann lass uns mal reingehen, okay. Lass uns mal anfangen. Haro will unbedingt das richtige Feeling für die Zwangsjacke bekommen. Er trainiert sogar mit Luftanhalten. Bis zur eigentlichen Entfesselungsaktion bleiben Haro aber nur wenige Stunden. Zumindest sitzen schon mal die Handgriffe an Land. Aber unter Wasser fühlt sich das Ganze noch mal anders an. Gönn dir eine Pause. Die letzten Minuten laufen. Zu Haros Sicherheit ein Rettungstaucher und zusätzlich sein Tauchcoach Mark. Auch Sanitäter sind für alle Fälle bereit. Währenddessen scheint sich bei Haro was zu tun. Ich möchte gerne die Zwangsjacke ausprobieren plus die Kette. Haro hatte Ehrgeiz gepackt. Zwangsjacke mit einer 8 Kilogramm schweren Kette. Das ist definitiv die schwierigste Methode. Körperlich und auch psychisch eine zusätzliche Belastung. Deswegen bekommt er vorher noch ein Mentalcoaching von Boris Pigula. Wie fühlst du dich? Es ist nervlich. Belastung, weiß ich nicht. Ich habe Angst, wäre auch das falsche Wort, das will ich gar nicht benutzen. Ich sag mal, riesen Respekt vor der Aufgabe, die auf mich wartet. Okay. Boris versetzt Haro in einen tranceähnlichen Zustand. Der Mentalcoach ruft glückliche Momente in Haros Leben ab und verknüpft diese Gefühle mit der Challenge. Das hilft gegen seine Nervosität. Wir lösen den Anker aus, indem du dein rechtes Bein leicht anwinkelst. Kurz vor dem Abtauchen einmal aufstampfen. Dieser sogenannte Anker weckt in der Sekunde alle positiven Erinnerungen und Gefühle in Haro. Öffne deine Augen. Alles läuft wie von selbst. Ja. Ja? Ja oder ja? Ja. Ja oder ja? Ja! Genau. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Schafft es Haro, sich unter Wasser von einer Zwangsjacke mit Ketten zu befreien? Die große Stunde hat geschlagen. Ja. Jetzt ist es soweit. Ich sag euch ganz ehrlich, das ist echt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig entschieden habe. Wenn du bereit bist, fangen wir an. Ja, ja. Steve wickelt Haro in die Ketten ein und fixiert sie mit einem Schloss. Einzige Chance, sich von den Ketten zu befreien, sie über Kopf oder Beine abwerfen.
Wichtig, bringe bitte nichts durcheinander. Fang nicht an, erst die Zwangsjacke zu lösen. Konzentriere dich nur auf die Kette. Kette, Zwangsjacke, abstülpen. Das sind drei Wege. Solltest du eine Stufe falsch machen oder vergessen oder durcheinander drehen, du kommst nicht raus. Die schweren Ketten kosten Profis mindestens 30 Sekunden extra unter Wasser. Und Haro ist kein Profi. Er hat unter Belastung 1 Minute 20 geschafft. Und jetzt sollen es 2 Minuten sein? Ich bin sicher, dass ich, wenn ich hier runterspringe, entfesselt wieder rauskomme. Sekunden und die Ketten sind noch nicht ab. Das Rettungssignal. Und Abbruch! Haro scheitert. Scheiße! Scheiße! Ich habe genau das nicht gemacht und das ärgert mich jetzt am meisten, dass ich panisch geworden bin. Ich habe eigentlich die Bewegung, meine ich, richtig gemacht und in dem Moment, wo ich die Arme frei hatte, haben sich die Ketten hier zusammengelegt, also am Hals. Ich habe es tatsächlich jetzt in diesem Moment für mich persönlich vermasselt. Dass er gescheitert ist, lässt ihm keine Ruhe. Haro bespricht sich nochmal mit seinen Coaches. Ich will es jetzt noch mal machen. Ich will unbedingt noch mal ins Wasser und schauen, ob ich es wirklich nicht gelernt habe oder ob ich, sag ich mal so, wirklich die Kraft habe, es doch zu schaffen und die Technik. Das geht so nicht. Es brennt in mir, das glaubt ihr gar nicht. Dieser Ehrgeiz, ich will es machen und letzte Chance, wirklich, jetzt, versprochen. Letzte Chance. Ha. Mutig und typisch Haro. Von vorhin ist genommen. Challenge geschafft. Ich sag's dir ganz ehrlich, die letzten 10 Sekunden, ich habe nicht daran gedacht, dass du rauskommst. Und du hast es geschafft. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja! Danke. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja,
Hey, danke. Das ist super. Boah, Freunde. Ich bin einfach stolz, aber auch ganz glücklich, dass ich so ein geiles Team hatte, was mir diese Challenge ermöglicht hat. Boah, manchmal muss man Geduld haben.